Hallo meine Lieben, willkommen bei Ginseng. Und zwar dreht sich heute alles wieder um die Haare. Genau. Ich möchte heute darüber reden, über die Blondierung mit den Haaren. Also, da viele sich die Haare selber färben oder selber hochblondieren und unter die Blondierung allgemein, was es Infos darüber gibt und was man eigentlich als Laie nicht so weiß oder als Friseur auch nicht. Also, eine Blondierung ist eine Handlung. Man hört ziemlich oft im Friseursalon, hol mal bitte die Blondierung aus der Mixecke oder so. Nun ja, das kann man nicht. Eine Blondierung ist eine Handlung, wie gesagt. Also, das ist, was man macht. Es gibt Blondiermittel, es gibt Blondierpulver, oh, aber es gibt keine Blondierung. Blondierung ist, wie gesagt, eine Handlung. Das verstehen viele nicht und nun ja, das hat dann Blondiermittel gibt es. Was man aufpassen sollte bei Blondiermittel, es gibt verschiedene Prozentzahlen dazu und man hört sehr oft, dass man immer 9%, 12%, 6%. Wenig hört man ja auch von 3%, 1,9, 1,5, wobei das kommt langsam, kommt das so voran bei einigen Salons, also dieses Verstehen mit der Blondierung, weil Blondierung ist eine Aufhellung. Man kann mit dem Blondiermittel über mehrere Stufen, also es wird immer empfohlen über, beziehungsweise es wird von den Firmen gesagt, man schafft bis zu 6 bis 7 Stufen. Man unterteilt das Haar in verschiedenen Stufen von 1 bis 9 plus 1, 9 plus 2, das ist dann extra hellblond, das ist sowas wie Platinblond. Und meine Haare jetzt hier, das ist zum Beispiel schwarz. Im Friseurfachjargon heißt es nicht schwarz, sondern das ist halt schon dunkelbraun, das wäre halt ein Dreier, sage ich mal. Ein Dreier würden die sagen, 3.0, also dunkelbraun Natur, so in Friseursprache. Und mit dieser Haarfarbe, die ich jetzt hier habe, könnte ich mit 1,9% auch auf einen Platinblond kommen. Wäre das möglich? Ja, es wäre möglich. Wissen viele nicht, weil wir halt in der Blondiermittel haben wir halt die Superradikalen, die das Haar angreifen und die es heller machen. Also das zerstört nicht nur die natürlichen Pigmente, die wir im Haar haben, sondern halt auch die Farbstoffe macht die halt, zerstört sie nicht wirklich, sondern macht sie halt eher, dass man sie nicht mehr sieht. Es ist noch Haar drin, aber man sieht es nicht mehr. Aber das ist viel zu tief in die Materie, sag ich mal. Ganz wichtig, wenn man jetzt zum Friseur geht und eine Blondierung macht, sollte man sich eine Blondierung machen, beziehungsweise sollte man sich Strähnen mit Blondiermittel machen. Das muss man mit dem Friseur absprechen, weil es gibt Alternativen dazu. Blondiermittel beziehungsweise Blondierung kommt dann nur in Frage, wenn du mehr über mehrere Stufen hochgehst. Also das ist wie wenn ich jetzt mit meiner Haarfarbe sage, ich möchte Platinblond haben, dann wäre es nur möglich mit der Blondierung. Also es wäre nur möglich, über so viele Stufen hochzugehen, weil anders geht es nicht. Alternativen wäre halt eine normale Oxidationshaarfarbe. Das sind halt ganz normal die Haarfarben, die halt auch heller ziehen, sage ich mal. Das ist alles Aufheller. Also wir haben die Oxidationshaarfarben, die hellen auf, dann haben wir noch heller Färber und dann haben wir halt noch die Blondierung mit dem Blondiermittel zusammen. Diese drei Alternativen gibt es nur. Also es gibt dann zwei Alternativen dazu. Und was ist der Unterschied dazwischen? Der Unterschied ist einfach, man hat bei der Haarfarbe kann man nur gewisse Stufen, also man hat ein Limit. Selbst mit 12% oder 18% damals, sage ich mal, würde man nicht mit einer Haarfarbe, sage ich mal, auf Platinblond kommen bei meiner Haarfarbe. Sollte man auch nicht machen, weil es lagert sich dann noch Farbstoffe zusammen innen drin, da wir halt noch eine Tönung in der Haarfarbe haben. So, dann gibt es noch die Hellerfärber. Die Hellerfärber verwechseln viele mit der Blondierung. Also viele denken, das ist dasselbe. Nein, ist es nicht. Hellerfärber ist dann zu raten, wenn man so bei 4 Stufen hochgeht und dann halt noch indirekt noch eine Abmattierung dann hat. Man muss nicht wie bei der Blondierung alles aufhellen und dann noch mit der Tönung drauf sind, um halt einen gewissen es abzumattieren, weil man weiß bei der Blondierung, wenn man schon mal zu Hause gemacht hat oder wenn man im Friseur war, man macht nicht die Blondierung rauf, wäscht es aus und ist fertig. Nee, es kommt noch eine Tönung darüber, damit man es abmattiert und damit man halt nicht dieses schreckliche, sage ich mal, Gelbstich hat, Rotstich hat. Es kommt darauf an, was für eine Stufe man dann hat. Genau. Wenn man zum Friseur geht, würde ich immer nachfragen, ob es halt alternativ gehen würde, ob man dann halt einen heller Färber nehmen könnte oder halt mit einer Haarfarbe. Man kann auch mit Haarfarben Strähnen machen, das kommt immer darauf an, wie hell man gehen möchte oder was für eine Ausgangsbasis, also was für eine Haarfarbe ihr dann mitbringt. Ja.
Was noch ganz wichtig ist, ihr solltet dann auch noch nachfragen, ob der Friseur es anbietet mit niedriger Prozentzahl, weil man muss nicht immer 12% oder 18%, okay, 18% nehmen die meisten nicht mehr, aber 12% nehmen und sehr viele Salons rangehen. Man kann auch mit 6, 3 oder 1,9%. Also je niedriger es ist, desto weniger Haarschädigung habt ihr im Haar. Weil alles schädigt die Haare, also von der Haarfarbe auf alles. Nur die Tönung. Die Tönung schädigt nicht das Haar, weil es hält nicht auf. Tönung hat eine gewisse Grenze, es kann nur abmattieren, dunkler werden, es kann nicht heller werden. Alles andere, was ihr mit den Haaren macht, hat immer eine Schädigung im Haar. Selbst wenn das Haar nicht lebt, was ihr aus meinem anderen Video natürlich wisst, dass das Haar einfach tot ist. Also ihr könnt es nicht reparieren, aber es ist kein lebendes Organ und man sollte es schon sehr pflegen, weil die Pflege legt sich einfach ums Haar herum und macht das Haar dann zusammen für euch stärker. Genau. Ja, die Pflege ist ganz wichtig, weil egal, wenn ihr die Haarfarbe aufhält, ob es eine Haarfarbe ist, eine Blondierung, es ist immer eine Schädigung da. Und ihr solltet immer eine Pflege benutzen. Das heißt, jedes Mal ein Conditioner bei Frauen, bei Männern ab einer gewissen Haarlänge empfehle ich. Und man sollte immer einmal die Woche halt eine Pflegekur rein tun. Also ins Haar, beziehungsweise die Haare pflegen. Sonst sollte man noch immer Hitzeschutz benutzen, besonders wenn man die Haare aufgehellt sind und sie mit dem Styler, also mit dem Glätteisen oder Lockeneisen halt verformt. Immer Hitzeschutz benutzen. Besonders bei sehr langen Haaren, sage ich, empfehle ich sogar Hitzeschutz, leichten Hitzeschutz zu benutzen fürs Föhnen, weil man hat da auch eine gewisse Gradzahl von 60 bis 90 Grad, sage ich mal, und das kann die Haare schon leicht schädigen. So, kommen wir jetzt zu Drogerieprodukten und zum Friseurprodukten. Unterschied dazu ist einfach, dass der Friseur einfach die Prozentzahl mixen kann. Also selbst wenn du jetzt im Fachgeschäft, sage ich mal, die Blondiermittel kaufst mit einem 3% oder 1,9%, kannst du es genau abwiegen, genau messen. Jetzt beim Drogerie hast du diese Packung mit, ich sag mal, das ganz Bekannte ist dieses von Schwarzkopf, dieses Leiter Plus Plus. Und damit kriegt man auch eine gewisse Aufhellung, doch es wird dann scheckig, beziehungsweise es wird nicht gleichmäßig. Was man auch wissen sollte, wenn man komplett neuer Aufhellung macht, beziehungsweise komplett alles hochblondieren würde, würde man halt mit verschiedenen Prozentzahlen arbeiten, weil du am Ansatz, beziehungsweise an der Kopfhaut, halt eine gewisse Körperwärme hast. Und eine Blondierung funktioniert einfach so, dass es einfach mit Wärme unterstützt, also Wärme ist Energie, es wird dadurch unterstützt und dann wird es dadurch heller. Vielleicht habt ihr ja manche, ich sag mal, Emos oder so gesehen, die halt klein bunte Farben haben. Und es am Ansatz viel heller ist, als sage ich mal jetzt in den Längen oder Spitzen. Das liegt einfach daran, dass sie es zu Hause fachlich nicht richtig gemacht haben. Man kann es zu Hause immer machen, doch man sollte sich informieren, was man machen sollte. Falls wenn du es zu Hause machst, empfehle ich einfach, geh zu Friseurfachgeschäft, kauf dir da eine Blondierung, kauf dir eine Prozentzahl von 6%. Dann kannst du es runterbrechen, sage ich mal, wenn du 6% hast, weil du kannst es mit Wasser dann mixen. Solltest dann einfach nochmal nachfragen im Friseurfachgeschäft, weil da immer noch von diesen Beraterinnen, die das vielleicht ein bisschen erklären können, oder du solltest ein bisschen nachlesen und informieren, bevor du dir einfach nur 6% kaufst und 6% überall hinträgst und es hochblondierst. Genau. Was noch interessant ist, ist zum Beispiel, viele werben jetzt so mit Blondierung mit Pflege oder Blondierung mit gewissen Jojobaöl oder mit gewissen Ölen drin. Totaler Bullshit. Also eine ganz normale Blondierung reicht. Und was dann noch interessant ist, ist halt Blondierung ohne Ammoniak. Viele schwören ja drauf, dass Blondierung ohne Ammoniak einfach besser fürs Haar ist. Weil Ammoniak, das riecht schon so nach Chemie, es stinkt, es riecht, es ist ätzend in den Nasenhöhlen und Kunden haben das Gefühl, dass die Haare dann sehr geschädigt werden. Nun ja, die Wahrheit darüber ist einfach, man braucht Ammoniak. Also Ammoniak ist ein Alkali, es öffnet die Haare, damit das Blondiermittel bzw. die Radikale vom Blondiermittel ins Haar reinkommt und die Pigmente im Haar zusammen runterbricht. Damit die Oberflächestruktur von den Pigmenten sich ändert und durch das Licht dann das Haar heller wird. Und man muss wissen, wenn man dieses Haar nicht öffnen kann, dann funktioniert auch keine Blondierung. Und ohne Ammoniak gibt es nicht. Was alternativ ohne Ammoniak dann drin ist, ist Monoethanolamin. Und Monoethanolamin ist schädlicher als Ammoniak. Doch
Es riecht halt nicht. Und das ist für den Kunden einfach gesünder, beziehungsweise der Kunde denkt dann, oh, das riecht nicht. Kein Ammoniak, also schädigt meine Haare nicht. Nee. Stimmt alles nicht. Also das sind halt so, ich sag mal so Fachinfos, die man als Friseur wissen sollte. Und als Laie wäre es interessant, das zu wissen. Deshalb habe ich dieses Video gemacht. Achtet immer darauf, dass ihr halt normale Blondierungen nehmt, halt auch mit Ammoniak. Ohne Ammoniak ist halt nur, dass ihr den Geruch nicht habt, aber er schädigt das Haar ein bisschen stärker. Und benutzt einfach Pflege danach. Genau. Ich wollte einen kleinen Einblick in die Blondierung und hoffe, es war informativ. Und ich bin jetzt auch raus. Ciao!